Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Mayer. Meine Damen und Herren, Zerfall der Religion, Herr Mayer hat es schon angedeutet, das ist nicht so eindeutig. Ich möchte gerne mit einem kurzen Rückblick sozusagen religionsgeschichtlicher Schlaglichter, die sind ganz vergröbert, aber zeigen doch, wie stark Religion von Anfang an mit der Stabilität von politischer Ordnung verbunden war. Natürlich muss ich im Reformationsjahr, im 500. mit Luther anfangen, cuius regio, eius religio, dieses Prinzip, dieses reformatorische Prinzip hat Luther nur so eisern mit durchaus abstoßendem Judenhass und abstoßendem Türkenhass vertreten, weil er glaubte, dass nur religiös homogene landeskirchliche Regimente tatsächlich auch überlebensfähig und funktionsfähig seien. Man muss das, glaube ich, auf diesem Hintergrund sehen. Und ich mache jetzt einen großen Sprung. Zwischen 1780 und 1820 gab es noch die feste Überzeugung, dass Gesellschaften und Individuen ohne Religion absolut dem Untergang geweiht seien. Dann um 1900 gab es die Nationalismen, die ganz stark religiös überhöht wurden, und zwar so stark, dass die Kirche sich dafür hergegeben hat, den Krieg sozusagen als Ernstfall der Nation zu verteidigen, dass auf Beerdigungsreden der Krieg als gerechtfertigt dargestellt wurde und der Krieg sozusagen als Ernstfall der Nation auch von den Kirchen gesehen wurde. Das heißt, der Universalismus von Christentum wurde gewissermaßen überführt, also Gott war sozusagen dann plötzlich das Privateigentum der Nation. Das war natürlich eine ganz gefährliche Geschichte, die um 1900 dann dazu führte, dass im Umkreis der Lebensreformbewegung sich sehr viele neue religiöse Bewegungen bildeten. Es ist ja kein Zufall, dass viele Protagonisten der Lebensreformbewegung evangelische Pfarrer waren. Und die dazu führten, dass es eine sehr große Renaissance religiöser Schriften gab, aber eben sozusagen die Bewegung von der Institution weg schon sehr viel stärker wurde, bis dann in der globalisierten Welt der 80er Jahre sich Religion im Grunde als Einheitsgarant des Gemeinwesens völlig aufgelöst hat und eigentlich nur noch ein Subsystem von Gesellschaft ist, das auf dem Markt, auf dem religiösen Markt seine Angebote macht. Die Kenner wissen, das war Peter L. Bergers Konzept. Und die Verlierer dieser Globalisierung sind nun genau die Fundamentalismen, über die wir in diesem Gespräch auch reden müssen. Ich bin sehr froh, dass wir einen kulturwissenschaftlichen Einstieg haben. Herr Professor Macho, Kulturwissenschaftler emeritiert, früher an der Humboldt-Universität, inzwischen Direktor des Instituts für internationale kulturwissenschaftliche Forschung in Wien. Herr Macho, was geschieht eigentlich, wenn religiöse Systeme und auch die dazugehörigen Institutionen zerfallen? Das ist natürlich eine sehr gute und entscheidende Frage für dieses Panel. Ich habe mir ein Statement überlegt, das auch drei Punkte, das hat sich inzwischen ja so eingebürgert, beinhaltet. Und der erste Punkt bezieht sich genau auf diese Frage: Zerfallen Religionen überhaupt oder religiöse Institutionen oder was passiert, wenn sie zerfallen? Ich selbst bin mit dem Zerfallsbegriff ein bisschen vorsichtig und ein bisschen skeptisch. Er trägt auch ein hohes kulturpessimistisches Potenzial in sich. Man könnte auch die Frage stellen, wie viel Ordnung steckt eigentlich im Zerfall? Wenn Sie auf das Konferenzplakat gucken, werden Sie feststellen, dass da viel Ordnung impliziert ist, denn der Zerfall zerfällt eben nicht als Wort, sondern wird lediglich leicht verschoben gegenüber der Ordnung. Also das ist ein eher positives Bild von Zerfall, das vielleicht zu unserer Vorstellung von Zerfall nicht richtig zu passen scheint. Vielleicht ist das, was hier mit Zerfall bezeichnet wird, viel eher mit einem Begriff zu fassen, den man etwa Transformation, Wandel nennen könnte und nicht sozusagen unter dieser Perspektive des Untergangs, des Schreckens wahrzunehmen ist. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man sagen, vielleicht zerfallen Religionen oder religiöse Systeme oder religiöse Institutionen nicht einfach, sondern erleben Transformationsprozesse.
Wenn das so wäre, dann komme ich gleich zum zweiten Punkt, dann müssten und könnten wir fragen, was für Transformationsprozesse sind uns in der Geschichte da bisher aufgefallen? Sie haben ein bisschen was schon erwähnt. Und ich würde gerne zwei Transformationsprozesse, die mir besonders wichtig erscheinen, fokussieren. Der eine Transformationsprozess ist ein Transformationsprozess, der sozusagen traditionell gewachsene, auch an bestimmte kulturelle Kontexte gebundene Religionen und Institutionen sozusagen an den Rändern aufzuweichen beginnt, in Kontakt bringt mit anderen Religionen und eine Art von Sehnsucht aufruft, sozusagen einen Gott aller Menschen zu kennen und zu verehren und nicht an religiösen Grenzen Halt zu machen. Besonders schön kann man das beobachten, etwa in der Zeit, in der Spanien paradox genug vom Islam regiert wurde, denn da kam es tatsächlich zu Begegnungen zwischen den Intellektuellen aller drei monotheistischen Hochreligionen. Es kam zu einem relativ lebhaften Austausch, es kam zu Übersetzungen, es kam zu Dialogen und es kam zu dem Entwurf erster, wenn man so will, Ordnungssysteme, die dann auch für die Renaissance- und Barockwissenschaften noch große Bedeutung hatten. Ich denke etwa an die Bäume des Raimundus Lullus, wo ein Baum eben für den Islam, ein Baum für das Christentum, ein Baum für das Judentum und dann auch noch ein Baum für die griechische Philosophie errichtet war. Und gleichzeitig klar war, Bäume sind Systeme, die sich verzweigen und idealerweise hätte man diese Bäume so zeichnen und malen müssen, dass die Äste gewissermaßen ineinander übergehen. Die Sehnsucht nach Universalreligion, nach einer universellen Religion, ist auch charakteristisch und typisch für die Aufklärung. Man hat die Aufklärung immer eigentlich für ein Feld gehalten, in dem es vorrangig um Religionskritik geht. Das stimmt nicht so ganz. Es geht vor allem um den Entwurf eines Projekts der Religion innerhalb der bloßen Vernunft, innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, so wie Kant das genannt hat. Und es geht in dieser Universalreligion des aufklärerischen Denkens keineswegs nur darum, Religion sozusagen zu begrenzen in ihrem Machtanspruch, sondern eher auch miteinander zu verflechten und in Zusammenhang zu bringen mit ganz bestimmten grundlegenden Idealen, wie sie etwa dann in den Erklärungen der Menschenrechte zum Beispiel festgelegt wurden. Wenn das der eine Transformationsprozess ist, dann könnte man ihm einen anderen gegenüberstellen, der paradox genug ebenfalls in Spanien begonnen hat. Und zwar ist das ein Transformationsprozess hin zu etwas, was man als Individualisierung im Gegensatz zur Universalisierung beschreiben könnte. Vielleicht das Auftauchen, das Erscheinen von so etwas wie Erfahrungsreligiosität. Das heißt, eine Religiosität, die individuell erfahren werden muss, die man nicht allein durch die Befolgung von Ritualen und Regeln erlernen kann, sondern man muss eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht haben. Es ist aus meiner Perspektive kein Zufall, dass in Spanien und ausgerechnet eben in der schon vorhin erwähnten Zeit, 12. bis 13. Jahrhundert, in allen drei Hochreligionen große mystische Erneuerungsbewegungen aufbrechen. Das ist für das Judentum die Kabbalah und das sind Personen wie Abraham, Abulafia. Das ist für den Sufismus charakteristisch, der in Spanien eine Blütezeit erlebt. Und natürlich auch die christliche Mystik hat genau in dieser Zeit einen erheblichen Aufschwung gewonnen. Und das ist kein Zufall, dass derselbe Raimundus Lullus, der eben ein großartiges Ordnungssystem entwirft, auf der anderen Seite dann sehr schöne mystische Traktate und kurze Abhandlungen entwirft. Auch das kann man sozusagen in die Aufklärung weiter projizieren und kann sagen, auch das ist charakteristisch für die Aufklärung. Auf der einen Seite die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, auf der anderen Seite die Freimaurer, die Rosenkreuzer, auf der anderen Seite sehr viel sozusagen auch mystische Religiosität, die ebenfalls eine neue Blütezeit erlebt und erhält. Damit gleich zum dritten Punkt. In dem dritten Punkt wollte ich ganz gern darauf hinweisen, dass das, was sowohl in Universalreligionen oder universalreligiösen Denkformen als auch in der mystischen Erfahrungsreligiosität aufbricht, etwas ist, was in gewisser Opposition steht zum wissenschaftlichen Denken und mit einer Kultur des Fragens zu tun hat. Religion ist sozusagen ein Statthalter oder eine Instanz der Aufrechterhaltung von Fragen, die nicht gut beantwortbar sind. Man kann in diesem Zusammenhang sich daran erinnern, dass schon in der Frühzeit des Christentums solche Fragen formuliert sind. Ich zitiere mal ganz kurz: Wer waren wir?
was sind wir geworden, wo waren wir, finde ich eine sehr wichtige, wo hinein sind wir geworfen, wohin eilen wir, wovon sind wir befreit, was ist Geburt, was ist Wiedergeburt. Wir würden heute sagen, das sind existenzielle Fragestellungen, es sind ja vor allem Fragestellungen, auf die wir heute cum grano salis auch keine Antwort wissen. Ernst Bloch hat das übrigens zu Beginn seines Hauptwerks über das Prinzip Hoffnung dann nochmal zitiert. Das beginnt genau mit diesem Zitat der valentinianischen Taufformel. Wer sind wir, heißt es da, wo kommen wir her, wohin gehen wir, was erwartet uns? Religion ist eine Statthalterin, wenn sie gelingt, dieser Haltung des Fragens. Ich habe in einem Roman der Pulitzer-Preisträgerin von 2011, Jennifer Egan, und zwar in ihrem Debütroman, der ziemlich interessant um dieses Problem des Glaubens kreist, den Satz gefunden. Da geht es um eine Geschichte, ich kann das jetzt nur ganz kurz skizzieren, wo eine junge Frau den Spuren ihrer verschwundenen älteren Schwester folgt. Und die heißt, was natürlich kein Zufall ist, Faith. Und es gibt einen ganz bestimmten Augenblick in dieser Suche, wo sie erkennt, wandering feels very much better than knowing the answer. Und dieses wandering feels very much better than knowing the answer, das ist sozusagen eine Haltung für eine religiöse Haltung, wenn man so will, die das Unbeantwortbare behauptet und bezieht auf einerseits auf dieses Thema der Geburt, der Natalität, oft verstellt durch die Verwechslung mit Nationalität, und auf der anderen Seite natürlich auch in der Auseinandersetzung mit dem Tod, was ist dann, was passiert dann. Und wenn man sich die großen sozusagen religiösen Bestseller oder religionsähnlichen Bestseller der letzten Jahrzehnte vor Augen führt, dann wird man feststellen, wie viel die ausgerechnet und gerade mit diesen existenziellen Fragen, auf die wir nochmals erst gesagt, keine Antwort haben, in Zusammenhang stehen. So viel fürs Erste. Vielen Dank, Herr Marco. Herr Joas, Sie sind Soziologe. Professor Joas lehrt im Augenblick als Honorarprofessor bei der Ernst-Troeltsch-Professur an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität, was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass er ein entschiedener Katholik ist, weder die Professur noch die Fakultät. Und Herr Joas, Sie haben jetzt gerade ein Buch vorgelegt, was erstaunlicherweise heißt Die Macht des Heiligen. Es wäre sicherlich billig zu sagen, na, der ist ja katholisch, deshalb muss er das so sehen, weil Sie unter dem Begriff des Heiligen was ganz anderes verstehen. Vielleicht können Sie damit einsetzen, uns das einmal zu erklären, was sozusagen Ihr Begriff des Heiligen als Ordnungssystem bewirken kann. Der Begriff des Heiligen zielt zunächst einmal nicht auf ein Ordnungssystem, sondern auf menschliche Erfahrungen. Und ich knüpfe, also manche Leute meinen, ich verwende diesen Begriff irgendwie idiosynkratisch. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, sondern ich stütze mich auf etwas, was ich für einen fundamentalen Wandel in den Wissenschaften von der Religion halte, der um 1900 stattgefunden hat. Bis dahin haben die Leute angenommen, das Heilige sei Teil von Religionen. Da bei einem Autor zum Beispiel, es sind mehrere Autoren, wie dem großen französischen Soziologen Emile Durkheim, hat eine Umkehrung stattgefunden. Der hat gesagt, nein, umgekehrt, wir müssen Religionen als Versuche verstehen, die menschliche Erfahrung des Heiligen auf Begriffe zu bringen, zu systematisieren, den Zugang zu dieser Erfahrung durch die Organisation von Ritualen beispielsweise zu ermöglichen, die entsprechenden Geschichten, die sich auf das Heilige beziehen, an unsere Kinder weiterzugeben und so weiter. Das ist deshalb nun ganz besonders analytisch wichtig, weil es uns zeigt, dass auch all die Menschen, die sich nicht einer irgendwie verfassten Religion zuordnen, Zugang zu diesen Erfahrungen haben. Und weil es, so würde ich das ganz scharf formulieren, auch säkulare Heiligkeiten gibt. Sie haben in Ihrer Anmoderation über den Nationalismus gesprochen, und der Nationalismus ist viel mehr als sozusagen eine zweckorientierte Politik der Herstellung größerer Märkte oder so etwas, sondern ist ja etwas, was zum Beispiel im Ersten Weltkrieg viele junge Männer dazu gebracht hat, freiwillig ihr Leben zu opfern für die Rettung der nationalen Fahne
ihr Leben loszuwerden. Also die Geschichte des Nationalismus ist ganz sicher auch die Geschichte einer Sakralisierung der Nation und ihrer Symbole. Die kann selber wiederum einen Hintergrund haben in bestimmten religiösen Traditionen. Zum Beispiel das, was man in Deutschland den Pastorennationalismus, also den Nationalismus der evangelischen Kirche und speziell der Pfarrer genannt hat. Es kann aber auch, das ist von Nation zu Nation unterschiedlich, eine Sakralisierung der Nation sein, die sich gegen Religion richtet. So war es vielleicht am Anfang des französischen Nationalismus und so weiter. Also das muss man variieren. Ich habe in meinen Büchern zur Geschichte der Menschenrechte die Menschenrechte, die ja nun wahrlich auch von vielen Leuten verfochten werden, die nicht im religiösen Sinne gläubig sind, als eine Geschichte der Sakralisierung der Person zu beschreiben versucht. Also des Verheiligfindens jedes einzelnen menschlichen Wesens, unabhängig von den Verdiensten dieses Wesens, zum Beispiel in der Geschichte der Bemühungen, die Folter abzuschaffen oder in der enormen emotionalen Empörung, die Menschen packt, die daran glauben, dass jede Person in diesem Sinne heilig ist, wenn sie erfahren, dass irgendwo in Abu Ghraib oder wo immer heute Menschen gefoltert werden. Also das als unmittelbare Antwort auf Ihre Frage, aber lassen Sie mich vielleicht noch zwei andere Sachen jetzt sagen, nämlich erstens, als ich im Programm den Titel dieser Sektion, dieses Panels sah, Zerfall, bin ich zusammengezuckt und habe als erstes gedacht, das scheint ja jetzt sozusagen die vulgärste aller Säkularisierungsvorstellungen im Hintergrund zu haben. Jetzt habe ich ja nun gestern schon die Eröffnung miterlebt und würde gerne erstmal ganz unabhängig jetzt noch von dem Thema Religion Folgendes dazu sagen. Ich glaube, dass Sieghard Neckel, aber wir haben uns darüber jetzt nicht verständigt, doch zunächst einmal den richtigen Gedanken ins Spiel gebracht hat. Es ist von analytisch hohem Wert, Zerfallsprozesse und die Bedingungen von Zerfallsprozessen zu studieren. Ich selber habe in meinen Arbeiten eher auf Entstehung von etwas geachtet immer, aber Zerfall ist ja sozusagen nur die andere Seite davon. So nützlich es ist, Institutionen unter dem Gesichtspunkt, wie sind sie eigentlich zustande gekommen zu studieren, oder Ideale unter diesem Gesichtspunkt, so nützlich ist es offensichtlich auch zu studieren, was führt dazu, dass manche Institutionen zerfallen oder manche Ideale ihre Glaubwürdigkeit verlieren und insofern auch verschwinden. Nur darf man von dieser analytischen Ebene nicht blitzschnell sozusagen in die empirische Ebene überwechseln, der Art, wir sehen plötzlich überall Zerfall. Das ist eine Überrechtfertigung des Themas. Ja, ich glaube, es zerfällt derzeit viel weniger, als es zumindest gestern Abend hieß. Und was nun Religion betrifft, ist das Entscheidende, glaube ich, dass wir ganz genau hinschauen, wovon wir eigentlich reden. Mhm. Wir dürfen bei Religion nicht alles ableiten von unserer Betrachtung der Entwicklungen in einem Land. Auch in Ihrer Einleitung haben Sie gewissermaßen so gesprochen, es wäre Deutschland die Welt. Das ist aber nicht der Fall. Die Religionsentwicklungen variieren enorm. Schon innerhalb Europas ist die religiöse Lage in ehemals kommunistischen Gesellschaften unter sich sehr unterschiedlich und eine andere als in westeuropäischen Gesellschaften. Selbst in stark säkularisierten Gesellschaften Westeuropas ist zum Beispiel ein Unterschied, ob all die Leute, sage ich jetzt mal verkürzend, die am Sonntag nicht in die Kirche gehen, es begrüßen, dass andere in die Kirche gehen. Also der Fachausdruck ist vicarious religion. Ja? So würde man Schweden beschreiben. Oder ob die Leute, die nicht in die Kirche gehen, diejenigen, die in die Kirche gehen, für irgendwie geistig minderbemittelt halten und es ablehnen, was die da am Sonntag tun. Und richtig dramatisch wird das Bild natürlich dann, wenn wir wirklich eine globale Perspektive einnehmen. Eine starke These, die stammt von einem britisch-amerikanischen Historiker, Philip Jenkins, bezogen auf die globale Lage ist,
gegenwärtig erlebt das Christentum eine der größten quantitativen Expansionsphasen jemals in seiner Geschichte. Also wir müssen in Deutschland damit leben, dass in Deutschland aus nachvollziehbaren Gründen so eine Untergangsperspektive herrscht und gleichzeitig im Weltmaßstab nicht eine Renaissance sich abspielt, weil das nie, da war was nie weg, aber eine enorme Expansion. Diese Expansion hat zum Teil demografische Gründe, das bestreitet niemand, selbst die letzten übrig gebliebenen Vertreter der Säkularisierungsthese geben zu, dass die stärker religiösen Länder eine höhere Fruchtbarkeit haben und das zu quantitativen Verschiebungen in der Populationsstärke sozusagen im Weltmaßstab führt. Aber es ist nicht nur demografisch, es gibt im postkolonialen Afrika etwa also ein enormes Wachstum von Christentum und Islam. Es gibt den irgendwie sensationellen Prozess, der in Südkorea sich in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, nämlich einer besonders rapiden ökonomischen und technischen Modernisierung, der einhergeht mit der religiösen Revitalisierung eigener Traditionen und einer Art Christianisierung. Und es gibt, und damit höre ich auf, die enorm vielleicht spannendste aller Entwicklungen, nämlich die Re-Religiosisierung sozusagen von beträchtlichen Teilen Chinas. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Joas, dass Sie auch gleich den Blick auf die globale Perspektive geöffnet haben. Die müssen wir natürlich gleich diskutieren. Wir können natürlich nicht nur von deutschen Erscheinungsformen, zu denen wir jetzt aber erstmal zurückkehren, ausgehen. Herr Dr. Vetter ist Propst der Nordkirche in Hamburg und Hauptpastor in Hamburg und natürlich evangelischer Theologe. Herr Vetter, ist das eigentlich mit dem Zerfall und der Erosion der Institution wirklich so, wie es immer gesagt wird? Die Kirchen verlieren 200.000 Mitglieder pro Jahr. Hamburg ist inzwischen nicht mehr eine evangelische Stadt, sondern es sind gerade, glaube ich, noch 30% evangelisch. Was heißt das für solch eine Institution wie Sie? Rückzug ins Ghetto? Manche beantworten das so. Oder was heißt das sozusagen für Ihre Präsenz in der Gesellschaft? Ja, auf keinen Fall Rückzug ins Ghetto. Wir sind ja Tor der Welt, auch im kirchlichen Kontext. Und es ist natürlich auch schön, dass diese Reihe Hamburger Horizonte heißt. Und wir versuchen natürlich, die Horizonte weit aufzumachen. Also zum einen gehört es sicher, so wie Herr Professor Joas das auch gerade gesagt hat, nochmal genau zu gucken, in welchem Kontext wir diskutieren. Also Herr Dittmer, Sie haben ja den Tag heute Morgen begonnen, indem Sie gesagt haben, Religion in der Spannung zwischen militanter Ordnung und kirchlicher Ordnung. Auch das sind natürlich so Leitplanken, in denen wir spätestens seit dem 11. September über die Frage Religion diskutieren. Und Titel von Jan Assmann oder auch von Kippenberger, Gewalt als Gottesdienst und so, legen nahe, dass wir in diesen Bahnen diskutieren. Aber das ist ja bei weitem nicht das ganze Feld. Das wäre so, wie wenn man G20, so ist es in Hamburg ja geschehen, permanent unter der Perspektive der Gewalt diskutiert und gar nicht sieht, was da eben an der Stelle auch noch geschieht. Und das ist eigentlich das, was wir kirchlich an dieser Stelle versuchen. Natürlich gibt es eine Krise der Institution, dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Aber ich glaube, man kann auch sehen, dass die Kirche sich in Hamburg versucht, weiter aufzustellen. Und ein Beispiel, das vielleicht ganz naheliegend ist, ist die Debatte zur Gerechtigkeit von Feiertagen. Das haben Sie vielleicht auch über die Grenzen hinaus wahrgenommen, dass im Moment ja sehr intensiv diskutiert wird, auch mit dem Transmissionsriemen des Luther-Jubiläums hier über einen neuen Feiertag nachzudenken. Warum eigentlich hat man im katholischen Süden mehr als hier oben im protestantischen Norden? Und da gibt es im Moment eine freundliche Stimmung in der Bürgerschaft. Es gab einen CDU-Antrag, wird man sagen, naja gut, das hat man auch erwartet. Aber es gibt eine größere Mehrheit dafür, als zusätzlichen Feiertag den 31. Oktober einzuführen, anlässlich eben dieses 500. Jahrestags. Und es ist interessant zu sehen, dass auch in der Bevölkerung dafür sich eine Mehrheit abzeichnet, obwohl, wie Sie mit Recht sagen, ja nur noch 30% Kirchenmitglied hier in Hamburg sind, wobei man auch da, könnte man historisch zurückgehen, Hamburg war eigentlich nie eine besonders kirchliche Stadt. Ja, also Hamburg ist vielleicht nicht ganz Mecklenburg-Vorpommern und kommt nicht ganz an die ostdeutschen Länder ran, wo man ja eine Kirchenmitgliedschaft von 18, 19% hat.
aber doch viele Dinge sind auch vergleichbar. Aber auch hier wird darüber diskutiert und jetzt die Rolle der Kirche. Jetzt kann die Kirche natürlich sagen, genau, das haben wir immer schon gesehen, aber tatsächlich ordnet sich die Kirche ein in größere Kontexte, guckt zum Beispiel, was die katholische Kirche dazu sagt. Die katholische Kirche ist natürlich nicht begeistert darüber, den Reformationstag hier einzuführen, das kann man sich vorstellen, aber die evangelische Kirche sagt auch nicht, ja, wir haben immer schon unseren Luther und vor Michel steht er auch und jetzt heben wir ihn mal wieder auf den Sockel, sondern man argumentiert breiter und überlegt, dass das Reformationsjubiläum oder der Reformationstag ja auch kulturelle Dimensionen hat oder auch kulturpolitische Dimensionen. Und man versucht an dieser Stelle eigentlich religiöse Pluralität mitzudenken. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass die Kirche als Institution in Hamburg, und wir können das dann nachher, glaube ich, auch in einen größeren Kontext nochmal in deutschen Kontext einordnen, dass man versucht, weiterzudenken. Alternative Jahrestage, etwa wie der 8. März, Weltfrauentag, oder der 23. Mai, Tag der Verkündigung des Grundgesetzes, oder der 8. Mai, Kriegsende, auch sowas ist im Gespräch. Aber interessanterweise zeigt eben diese Debatte um den zusätzlichen Feiertag, dass diese Überschrift Zerfall von Ordnungen so sich, glaube ich, nicht halten bleibt. Religion zerfällt nicht, sie verändert sich, sie verändert ihr Gesicht. Und vielleicht muss ich auch noch sagen, auch die Rede von Religion ist natürlich auch unterkomplex. Wir müssten sofort von Religionen reden und dass jetzt hier ein Vertreter des Protestantismus in Hamburg sitzt, das ist, glaube ich, ganz Hamburger Linie, so muss es sein. Und dass es ein Hauptpastor ist, das ist auch seit der Reformationszeit genau richtig. Also so sieht es das Protokoll vor, es darf nicht anders sein. Und trotzdem wissen wir natürlich auch, dass Hamburg die Stadt ist mit der größten religiösen Pluralität. Wir haben also eine große gemixte Community, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, zählt über 200 kirchliche Gemeinschaften, also ein weites Feld. Und wir müssten es sofort auch mit Blick auf andere Religionen erweitern. Hier müssten natürlich viel, viel mehr Leute sitzen, die etwas zeigen. Das ist vielleicht das Erste. Das andere mache ich so ein bisschen kürzer, geht aber in eine ähnliche Richtung. Und zwar betrifft es auch wieder ein Thema, das so das Verhältnis Staat-Kirche angeht, und zwar der Religionsunterricht. Der Religionsunterricht in Hamburg ist eine Spezialität, seit Kriegsende. Nämlich nach dem Krieg gab es in Hamburg relativ wenig Katholiken und die Katholiken haben im Gespräch mit der Bürgerschaft gesagt, na, wenn ihr was Gutes für uns tun wollt, dann gründet mal mit uns katholische Schulen. Und so haben sie es auch gemacht und sie haben gesagt, der Religionsunterricht, der ja nach Absatz 3 Grundgesetz in Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften gegeben wird, der ist uns nicht so wichtig. Das hat dazu geführt, dass die evangelische Kirche praktisch führend wurde für den Religionsunterricht und einen Religionsunterricht praktisch für alle angeboten hat. Also das war von vornherein ein konfessionsverbindender Religionsunterricht und mit zunehmender Pluralisierung in der Stadt wurde es eigentlich auch ein Religionsunterricht für alle, für unterschiedliche religiöse Gemeinschaften. Jetzt erstarkte der Katholizismus auch in Hamburg. Wir haben einen Erzbischof und wir haben auch Staatskirchenverträge auch mit der katholischen Kirche abgeschlossen 2007. Da trat jetzt so der Wunsch auf, lass uns doch mal konfessionellen Religionsunterricht machen. Das entspricht ja der großen Linie auch in den anderen Bundesländern. Und so sollte es sein. Und nun stellte man aber fest, dass faktisch das Interesse an diesem katholischen Religionsunterricht aber gar nicht groß war, sondern dass der Religionsunterricht für alle, RUFA, inzwischen einen so guten Ruf sich erworben hatte, dass die Menschen gar nicht dachten, konfessionellen Religionsunterricht zu nehmen, sondern sagten, wir wollen es halten. Und die evangelische Kirche hat dann darüber nachgedacht, dieses Modell zu erweitern. Inzwischen gibt es Gespräche mit den Aleviten, mit den Muslimen, ein gemeinsames Konzept anzubieten. Das wirft bestimmte rechtliche Fragen auf, nämlich ob dieser Religionsunterricht eigentlich noch grundgesetzkonform ist. Gibt es verschiedene Gutachten dazu, vielleicht reden wir noch darüber. Die Quintessenz ist wieder an dieser Stelle, dass auch die Kirche an der Stelle nicht, und jetzt ist es die protestantische Kirche, nicht auf eine konfessionelle Identität allein setzt, sondern sagt, in der heutigen Zeit können wir eigentlich nur im Dialog miteinander diese Dinge bearbeiten. Und ich glaube, da spielt das, was Sie, Herr Professor Macho, angesprochen haben, eine große Rolle. Dass das gemeinsame Fragen nach dem, wie verstehen sich eigentlich andere Kulturen, andere Menschen, im Mittelpunkt steht. Es ist kein rein religionskundlicher Unterricht, das würde dem Grundgesetz auch nicht gerecht werden, sondern dieser Unterricht wird im Moment an 4 Pilotschulen von evangelischen, aber auch von muslimischen Religionslehrerinnen und Lehrern angeboten. Die sind dafür ausgebildet, das heißt, die Kinder erfahren es aus unterschiedlichen Zusammenhängen.
Das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig zu sehen. Und dann letzter Punkt, drei, das muss einfach so sein, Theologe ist ja ohnehin auf drei gepolt, das geht schon mal gar nicht anders. Und der dritte Punkt vielleicht noch zu dem, was Kirchenmitgliedschaft angeht, ja natürlich, auch in Hamburg verliert die Kirche Mitglieder, jedes Jahr sind es 11.000, die wir seit 2011 verloren haben. Auch in dieser Statistik sieht man einen Faktor, der der Kirche immer schwer zu schaffen macht, nämlich dass das Steuerrecht im Jahr 2014 schnellte diese Zahl hoch auf 16.000 und das liegt einfach daran, dass diese Debatte über die Ertragssteuer das Land bewegte. Und in dem Moment, wo man an die Steuer geht, denken die Leute, muss ich da noch drin sein? Nein, ich trete aus. Das ist immer so ein leichter Triggerfaktor an der Stelle. Klar, wir verlieren diese Leute und Kirchenmitglieder. Und wir haben auch bei allen Anstrengungen in Hamburg, auch in Deutschland, man denke an das große Reformprogramm der EKD, Kirche der Freiheit, es nicht vermocht in den letzten Jahren, die Kirche und die Kirchenmitgliedschaft zu steigern gegen den Trend. Dieser Trend, dass die Kirche kleiner wird, ist schon deshalb unabwendbar, weil der demografische Faktor gegen uns spielt. So viele Kinder werden in den kirchlichen Milieus gar nicht geboren, das kann man gar nicht aufholen an der Stelle. Und insofern, glaube ich, spricht viel dafür, dass wir tatsächlich mit der Säkularisierungsthese für deutsche Kontexte eine Theorie haben, die viele Dinge richtig beschreibt. Aber wenn man nur allein eine Säkularisierungsthese ansetzt und sagt, Religion verliert an Spannungskraft, sie wird geringer, sie verliert an Stabilität, dann versteht man eben nicht, dass Christentum in Deutschland nicht allein kirchlich verfasst ist, sondern eben auch in der Gesellschaft sich abspielt. Zwei Beispiele habe ich genannt, Feiertag und Religionsunterricht. Und man versteht nicht, dass Religion in Deutschland im hohen Maße individualisiert ist. Und dass Menschen, möglicherweise ist das eine liberale Meistererzählung, das können wir gleich nochmal gucken, ob es das so ist, aber wir gehen davon aus, dass die Menschen sich subjektiv religiös auch verstehen. Und das erklärt eben auch den Erfolg von solchen Modellen wie Kulturkirchen in Hamburg, Kirche der Stille, eine große Veranstaltung nach der Kirchen, die jedes Jahr 80.000 Menschen mobilisiert, die durch Kirchen gehen, Kirchen erfahren, Diskussionsereignisse wie die Martinstage. All das wäre nicht zu erklären, wenn nicht eben gleichzeitig die Frage der Sinnhaftigkeit des Lebens auch individuell bearbeitet würde. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Dazu, glaube ich, ist Kirche, die institutionell nicht mehr einfach selbstverständlich ist, heute aufgerufen, und das versuchen wir auch mit unserer Arbeit, zuzugehen auf Menschen, die vor der großen Aufgabe stehen, ihr Leben individuell zu entwerfen. Je weniger Tradition, das hat Burger gezeigt und andere, je weniger die Menschen sich traditionsorientiert verstehen, je weniger die Kirchen vorgeben können, was Dogma ist, was Lehre ist, desto stärker müssen wir auf die Fragen der Menschen zugehen. Das ist aufwendig, weil man eben nicht mehr mit einer Bekenntnisschrift sagen kann, was zu glauben ist, sondern es wird eben individuell ausgehandelt. Und das geschieht etwa bei Kasualien, bei Beerdigungen, Bestattungen, Trauungen und Taufen. Auch da sind die Zahlen rückläufig, aber genau an dieser Stelle heben wir an. Also meine Metapher wäre, das Gesicht der Religion ändert sich. Ich frage mich, ob ich die Metapher austauschen sollte. Das Gehirn der Religion ändert sich möglicherweise auch. Jedenfalls dann, wenn man Gehirn als Beziehungsorgan versteht, das nämlich immer darauf angewiesen ist, in Interaktion zu sein mit seiner Umwelt. Und dann wäre das tatsächlich passend. Vielen Dank. Es gibt viele Punkte, die wir vertiefen sollten. Vielleicht nicht die Feiertagsdebatte, weil die, glaube ich, was nicht Religiöses ist, sondern auf einer ganz anderen Ebene sich abspielt. Herr Joas, Sie haben vorhin angeregt, zu Recht angeregt, dass wir im Grunde den Religionsbegriff noch mal schärfen müssen. Von welcher Religion reden wir eigentlich? Bitte. Sie haben auch Interesse daran geäußert, dass wir uns aufeinander beziehen. Jetzt darf ich das? Also in aller gebotenen Kürze sage ich kurz zu, hebe ich einen Punkt von Herrn Vetter hervor, weil mir der sehr wichtig scheint, und zu einem anderen vielleicht eine kleine Klarstellung. Also sehr wichtig ist, glaube ich, wirklich zu sehen, dass schon Ende des 19. Jahrhunderts Berlin und Hamburg die wahrscheinlich säkularisiertesten Metropolen der Welt waren. Und wir dürfen bei der Beurteilung der heutigen religiösen Lage, sage ich jetzt mal in Berlin und Hamburg, nicht immer so tun, als wäre das ein rapider Absturz von einem Niveau, wo eigentlich alle Berliner und Hamburger vor kurzem noch religiös gewesen wären. Damit kommen wir natürlich auch, und das ist schon der zweite Punkt,
in Richtung der Frage nach den Ursachen. Warum war das zum Beispiel in Deutschland eben besonders ausgeprägt? Die Säkularisierungsthese, das ist ein ständiges Missverständnis, besagt nicht, es gibt Säkularisierung, sondern behauptet, sie wisse warum. Ja, und ich bestreite, also wenn ich die Säkularisierungsthese bestreite, nicht, dass es Säkularisierung zum Beispiel in Hamburg und Berlin oder Ostdeutschland oder Tschechien gibt, sondern ich bestreite, dass die Erklärung dafür einfach in Prozessen gesellschaftlicher Modernisierung läge. Und ich glaube, man kann das an diesem deutschen Beispiel sehr schön vorführen. Entscheidend für die deutsche Entwicklung ist meines Erachtens eine Entfremdung zwischen der protestantischen Kirche und der entstehenden Arbeiterbewegung und dem liberalen Bürgertum, beiden, gewesen. Das hängt mit dem konkreten politischen Verhalten etwa der evangelischen Kirche in Preußen in der Revolution von 1848 zusammen. Das hätte anders laufen können und ist in anderen Ländern anders gelaufen. Über die britische Labour Party heißt es immer in so einem Bon mot: Ihr wesentlicher Hintergrund ist der Methodismus und der Katholizismus der irischen Einwanderer. Also die Labour Party ist Arbeiterbewegung, aber nicht säkularistisch. Die SPD hat eine säkularistische Geschichte. Der Unterschied liegt nicht an unterschiedlichen Niveaus der ökonomischen Entwicklung, sondern liegt an der politischen Geschichte in diesem Fall. Ja? Also ich glaube, das wäre das gewesen, was ich gerne zu Herrn Vetter gesagt hätte. Und wenn ich auch auf Herrn Macho kurz eingehen darf. Ja, da wäre sehr viel, aber ich beschränke mich auch wieder auf einen einzigen Punkt. Und kurz. Sie haben, und das ist ja schön und wunderbar, und dem will ich als solchen eigentlich gar nicht widersprechen, gesagt, dass Religionen auch die Fragen offen halten und so. Aber mir ist das zu, wie soll ich sagen, zu intellektuell. Weil wenn ich mir existenzielle Situationen vorstelle, sagen wir echte Todesangst, dann finde ich zwar, dass einem Menschen nicht geholfen ist, wenn man dem gegenübertritt und sagt, ja, wenn du nur an ein Leben nach dem Tode glaubst, dann hast du jetzt keine Angst mehr und dann erwartet dich vielleicht sogar jetzt eine Verbesserung. Ja? Also sozusagen, was zierst du dich so zu sterben? Also das wäre schlechter Trost, dumm. Aber zu diesen Menschen zu sagen, ich komme zu dir, um dir zu sagen, diese Fragen sind alle offen. Eine Antwort gibt es nicht. Ist auch kein guter Trost. Ja? Er hilft dem auch nicht. Und damit Sie jetzt nicht meinen, dass ich nur negativ rede, sage ich Ihnen noch, was das Christentum an der Stelle meines Erachtens anzubieten hat. Zum Beispiel eine Geschichte, dass der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, selber am Kreuz verzweifelt ist und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt müssen wir, und das ist, glaube ich, das Tiefe daran, nachdenken, warum kann es echt tröstend wirken, der entsetzlichen Todesangst des menschgewordenen Gottes zu begegnen? Herr Joas, das ist ja mein Text, ne? Sie kommt, das schadet nicht. Ich könnte Ihnen ja sagen, ich unterrichte ja immer in Chicago. In diesem Semester hatte ich in einem Seminar einen baptistischen Pastor als Studenten und der hat einmal zwischendurch gerufen, are you sure you don't want to become a pastor? Ob das ein Kompliment ist oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Herr Macho. Ja, ich wollte natürlich ganz kurz antworten. Wie man Menschen, die Todesangst haben, gegenübertritt, ist natürlich ein weites Feld. Und wie man das richtig macht, darüber können wir wahrscheinlich länger reden. Tatsächlich glaube ich natürlich, dass weder die eine noch die andere Lösung funktioniert, sondern eben jene Beziehungsstiftung, die halt in solchen Situationen hilfreich ist.
Ob das allein durch den Verweis auf die Verlassenheitsangst am Kreuz zu lösen ist, würde ich einfach bezweifeln, deshalb, weil mir immer auch diese großartige, jetzt haben wir schon so viel Lichtenberg gehört heute, dann kann man auch mal Jean-Paul in Erinnerung rufen und dieses großartige Stück aus dem Siebenkäs, die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei, da gibt es eine enorme Empathie mit allen, die geglaubt haben und doch enttäuscht wurden. Und das ist die andere Seite dieses, warum hast du mich verlassen, das natürlich der sterbende Mensch dann sagen kann, der auch. Ne? Also es ist vielleicht ein bisschen Trost, aber so wahnsinnig tröstlich ist das vielleicht auch nicht. Von daher halte ich schon an dem fest, dass die Fragen selber auftauchen können, heißt ja, ich muss nicht auf Antworten kommen, sondern auf was ganz anderes. Und das wird inzwischen ja auch öfter praktiziert und das ist in der Tat auch sehr populär. Dieses ganz andere ist halt erzählen. Und natürlich kann man diese Geschichte auch erzählen, aber man kann auch ganz andere Geschichten erzählen. Das können auch Geschichten sein, die die Menschen selber erzählen. Und das wird das Gegenbild zum Fundamentalismus, der sozusagen nicht aufs Erzählen, nicht aufs Schreiben. Ich erinnere mich an das schöne Buch von der Christiane zu Salm, die einfach mit in Hospizen gearbeitet hat und dann haben Menschen halt ihre Lebensgeschichte geschrieben, auf ein, zwei Seiten, Bilanz gezogen. Sowas kann hilfreich sein, weil es keine Antwort enthält, sondern eine Darstellung. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Zugang. Während Fundamentalismus in Wirklichkeit eben der für mich schreckliche Typus von einer Erfahrungsreligiosität ist, die nur mehr von der Erfahrung des Lesens ausgeht und sagt, es steht ja da. Also das ist mein großer Einwand gegen, ich kann mit dem Heiligen bei Ihnen bei vielen mitgehen, aber bei den heiligen Büchern und den heiligen Schriften, da erfasst mich dann sofort die tiefe Skepsis, weil Bücher und Schriften niemals heilig sind und weil es vielleicht, letzte Spur nach Spanien, es war der große Philosoph und Theologe, wenn Sie so wollen, maranisch geprägt, Baruch de Spinoza, der im Tractatus Theologico Politicus eben vor allem die Bibelkritik gefordert hat und gleichzeitig mutig genug war, um an die Türen der Mörder Johann Witz und seines Bruders dann Ultimi Barbarorum zu schreiben. Also die Erinnerung an diese Figuren muss man aufrufen, weil sie einem auch sichtbar machen, was Fundamentalismus und sein Gegenteil sein kann. Vielen Dank, Herr Vetter. Direkt dazu. So schnell geht das. Die Frage ist, Herr Macho, das, was Sie hier zuletzt angesprochen haben, dass, also wenn wir über Krisen sprechen und so weiter, vielleicht ist ja eine der größten Krisen, dass das, was wir hier diskutieren im gepflegten theologischen Rahmen vor dem Hintergrund der Geistesgeschichte Europas, zugespitzt vielleicht auf liberale religiöse Milieus, wahrscheinlich auch in den verschiedenen Kirchen, die eigentliche Krise, dass wir uns weltweit, jedenfalls wenn wir uns auf fundamentalistische Bewegungen anschauen, dass weltweit die pfingstlerischen Bewegungen vor allen Dingen gestärkt werden, dass vor allen Dingen kongregationalistische Strömungen Zulauf haben, also dass praktisch das, was früher Kirchen universal miteinander verband und dass der Papst ja für viele heute auch symbolisiert, aber im Grunde genommen ja auch als Metapher, auch quasi als Sehnsucht, ja. Wenn Franziskus was tut, dann gucken selbst Menschen, die religiös wirklich unmusikalisch sind, hin und denken, wie schön das ist, jedenfalls wenn sie ein universalistisches Ethos haben, wie Sie, Herr Joas, betonen. Das ist vielleicht die eigentliche Krise, dass unsere hermeneutisch gepflegte Theologie im Grunde genommen eine Minderheit wird. Man sieht das in den USA, das Abnehmen der Mainline-Churches, die spielten in den 50er, 60er Jahren, spielten die noch eine große Rolle. Das waren die Verbindungslinien hier zu den deutschen Landeskirchen. Wenn Menschen heute zum Beispiel als Flüchtlinge kommen nach Hamburg und die haben einen christlichen Hintergrund, dann finden die vielleicht eine Heimat in der katholischen Kirche. Da sind sie noch mehr verortet. Bei uns in den Landeskirchen kommen sie überhaupt nicht an, weil unser religiöses Milieu, weil unsere Riten, aber auch weil unsere Art zu denken überhaupt nicht funktioniert. Oder wir dürfen hier gar nicht über Nordkirche, obwohl das eine spannende Kirche ist, weil sie Ost-West miteinander verbindet, brauchen wir gar nicht anzufangen zu reden, sondern wir müssen sofort auf die Ebene der Weltbünde gehen. Wenn man im lutherischen Weltbund sitzt, dann hat man einfach Spannungen, zum Beispiel über die Frage Homosexualität, da brechen Kirchen auseinander an der Stelle. Und da ist das eine lutherische Bekenntnis und man findet gar keine gemeinsame Sprache. Das finde ich die eigentlich intellektuelle Herausforderung und theologische Herausforderung, der wir im Moment uns stellen müssen. Ich glaube, dass wir unsere Rolle neu definieren müssen. Ich denke, dass wir sehr viel beitragen können dazu,
um hermeneutisch darüber nachzudenken, aus welcher Sicht reden wir eigentlich über Religion? Mit welchem Religionsverständnis gehen wir eigentlich daran? Aber wir können nicht erwarten, dass alle warten, dass die Schwestern und Brüder aus Europa kommen und es schon mal erklären. Vielen Dank. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis. Die Pfingstgemeinden sind mit unserem hermeneutischen, historisch-kritischen Verständnis eben nicht zu erfassen. Herr Joas, woran eigentlich liegt das, dass die nun in den USA den meisten Zulauf haben und ja nicht nur in den USA, sondern auch in schwarzafrikanischen Ländern etc. und ekstatische Elemente, irrationale Elemente etc. ganz wichtig sind? Also aus meiner Perspektive ist das nicht so überraschend. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir nicht die Vielfalt dieser Phänomene unter so einem, ich sage wirklich jetzt Kampfbegriff wie Fundamentalismus begraben. Der hat ursprünglich mal einen präzisen Sinn. Aber das, also Anfang des 20. Jahrhunderts im amerikanischen Protestantismus, und das muss man aber auch irgendwie, finde ich, also man muss das nicht teilen, aber man muss es schon zu verstehen versuchen, dass zum Beispiel die historische Bibelkritik und Darwin und so weiter dazu geführt haben, dass Menschen das Gefühl hatten, von den Akademikern geht etwas aus, was uns die Sicherheit unseres Glaubens nehmen will. Und das hat eine soziale Dimension und eine Dimension sozusagen von Bildungsprivileg und Ablehnung von Bildungsprivileg. Und im Rückstoß dagegen wird jetzt die Bibel zum gewissermaßen zum Text, der jedem, und das kann natürlich auf bestimmte reformatorische Impulse, muss ich sagen, zurückgreifen, ja? Also nicht auf katholische, ja? Wird die Bibel zu einem Text, wo jeder behauptet, er kann, indem er die Bibel aufschlägt, ohne historisches Wissen, ohne theologische Ausbildung, diesen ja ungeheuer komplizierten Text einfach verstehen und auf sich anwenden und sozusagen aggressiv ablehnt, dass andere ihm das nehmen. Ja? Die Übertragung dessen schon auf islamischen Fundamentalismus ist problematisch, als Fundamentalismusbegriff meine ich, und jetzt sagen wir das auf alles bezogen, Hindu und so weiter. Und also das ist, erzeugt in mir dasselbe Unbehagen wie die Verwendung des Begriffes Populismus zurzeit in den politischen Debatten, der auch oft nicht hilft, die Phänomene zu erschließen. Die Pfingstler sind jetzt wieder was anderes sozusagen. Und tatsächlich würde ich sagen, eine der Wellen der Wiederentdeckung, also körperlicher, ekstatischer Ritualpraktiken in einer religiösen Tradition, dem Protestantismus, der immer dazu geneigt hat, diese zu marginalisieren. Wieder, der Katholizismus hat dazu immer weniger geneigt. Ja? Also besteht in vielem Körperlichen auch. Man kniet an der Stelle, man tut das an der Stelle und so weiter, bietet Bilder, inszeniert den Gottesdienst theaterhaft und so weiter. Ja? Also war zum Beispiel in der sogenannten Gegenreformation ideal geeignet, um Nichtgebildete anzusprechen und hat auch in der deutschen Geschichte zu einer geringeren Entfremdung zwischen Arbeiterschaft und Kirche geführt, sozusagen, also im Ruhrgebiet und so weiter, katholische Arbeitervereine, als es im Protestantismus ist. Ja, also es wird immer wieder im Pietismus und so weiter in der Pfingstbewegung etwas entdeckt und das füllt sich jetzt auch mit sozialen Interessen und sozialen Lagen. Bei der Pfingstbewegung spielt eine große Rolle die Interessenlage von Frauen. Ja, also es gibt sehr ernsthafte Deutungen, die sagen, gerade die Frauen schließen sich an und bringen ihre Männer mit dazu, weil die Pfingstbewegung dazu führt, dass die Männer, jetzt sage ich es sozusagen bayerisch verkürzend, das Geld nicht versaufen. Ja? Und indem sie also treuer und abstinenter werden, entsteht tatsächlich eine bessere ökonomische Lage der Familie. Und die Selbstdeutung ist, seit ich das religiöse Licht gesehen habe, geht es uns auch wirtschaftlich besser.
Vielen Dank. Die Gefahr der Klischeebildung ist nicht gebannt, meine Damen und Herren. Sie haben das gemerkt. Das gilt nicht nur für die konfessionellen Gegensätze, sondern auch für dieses. Herr Machow, ich würde gerne doch noch mal beim Islam bleiben. Es gibt eine neue Umfrage unter 15-jährigen Schülern aus Nordrhein-Westfalen, bei der herausgekommen ist, dass immerhin 30% dieser Schüler die Scharia für eine übergeordnete Ordnung über den staatlichen Gesetzen halten. Das sind dann genau solche Befunde, die natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD sind, aber nicht nur das, sondern auch überhaupt beängstigen. Ja, bitte. Ja, die Bitte verstehe ich schon, nur nicht ganz genau, wozu ich gebeten werde. Denn natürlich gibt es im Islam, das wird ja niemand bestreiten, dass, von mir setze ich fundamentalistisch unter Anführungszeichen, diese fundamentalistischen Tendenzen, die eben immer auch mit Rückbezug auf heilige Texte legitimiert werden. Und das gilt im Zweifelsfall auch für die Scharia. Das Phänomen sozusagen der Attraktivität des Islams auch für Jugendliche und dieses sozusagen sich beziehen müssen und beziehen können auf solche heiligen Texte lässt sich daraus, glaube ich, ganz gut verstehen. Ansonsten ist für mich die wichtigste und spannendste Frage, warum sozusagen die Geschichte des Islam, ich habe ja die spanische Ära versucht ein bisschen zu schildern, dann ab dem Zeitpunkt relativ spät, in dem der Wahhabismus sich durchgesetzt hat, diese Kehre genommen hat, diese Wende genommen hat, die uns bis heute begleitet und beschäftigt. Das ist aber eine ganz andere Frage und, glaube ich, hier nicht ganz leicht zu lösen. Ein Satz. Ja, auch die Christen sollen doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also so einfach ist es nicht mit dem... Die oberste normative Ebene sind die staatlichen Gesetze. Auch ich könnte mir viele Lagen vorstellen, in denen ich mich moralisch verpflichtet fühlen würde, mich nicht an die staatlichen Gesetze zu halten. Ich halte mich dann vielleicht dran, weil es mir zu riskant ist, aber ich akzeptiere nicht die Neigung zu sagen, selbstverständlich ist die höchste moralische Ebene die Gesetze eines Staates. Auch wenn die demokratisch zustande gekommen sind, kann es sein, dass sich jemand moralisch verpflichtet fühlt. Das steckt in dem mit der Scharia auch drinnen natürlich. Wenn Leute sagen, nein, sozusagen das Gesetz Gottes oder des Propheten ist höher als das staatliche. Ja. Ich kann mir auch sagen, dass die Muslime das Grundgesetz nicht mitgeschrieben haben, sondern dass die Ordnung, auf die wir uns beziehen, natürlich auch einen historischen Kontext hat. Und das haben Sie ja mit der Figur der Sakralisierung der Person an einer Stelle auch nochmal nachgezeichnet. Also ich denke, das muss man auch nochmal sehen. Und im Übrigen sind wir ja in den allerersten Anfängen dieser Debatte nochmal Thema Religionsunterricht. Also dass das im Moment so stark gefordert wird, auch wissenschaftspolitisch, die Ausbildung von Imamen und die Ausbildung von muslimischen Religionslehrerinnen und Religionslehrern ist ja ein Versuch in diese Vielfalt muslimischer Strömung. Es scheitert ja schon oft daran, dass man gar nicht weiß, wer ist eigentlich der Ansprechpartner. Und auch die Verbände, DITIB ist im Moment wieder intensiv im Gespräch. Man sieht, wie kompliziert das eigentlich ist, das zu beschreiben. Man versucht an der Stelle einen Weg zu gehen, den man vielleicht über Jahrhunderte bei den Kirchen auch gesehen hat. Und machen wir uns nichts vor. Also auch die kirchliche Tradition ist ja voll von Gegenbewegungen und Absetzbewegungen von dem, was wir heute vielleicht so als salonfähig bezeichnen würden. Noch allerdings ist die Ausbildung der Imame nur eine Hoffnung, weil sich keine Gemeinde einen solchen akademisch Ausgebildeten leisten kann. Ich würde gerne an dieser Stelle fürs Publikum öffnen, Sie um Fragen bitten und dann wieder an das Podium zurückgeben. Bitte, Sie haben das Wort. Wenn es geht, so wunderbar wie vorhin, kurz den Namen nennen, Frage stellen und dann gleich noch sagen, an wen sich die Frage richtet, bitte. Wer möchte den Eisbrecher machen? Wer beginnt? Ja, bitte, Herr Kodalle. Dankeschön. Man soll auch sagen, an wen man die Frage richtet. Dann sage ich jetzt an Herrn Joas, bitte. Halten Sie es für eine zu starke soziologische Simplifizierung, wenn man sagt, die Individualisierung des Freiheitsverständnisses, des Lebensverständnisses, des Zeitverständnisses führt dazu nicht nur, dass die Kirchen immer leerer werden und die
Vorstellung von der Vicarious Religion jedenfalls im Osten auch nicht zutreffend ist. Die halten die für bekloppt, die da in die Kirche gehen. Sondern, dass genau diese individualistisch, volativ geprägte Subjektivität, die moralisch gesehen sich selbst gegenüber und dem eigenen Gewissen gegenüber vieles schuldig bleibt, es fantastisch findet, in den Kirchen und ihren Verlautbarungen Moralorientierung zu haben. Also reduziert die Entwicklung der Moderne die Bedeutung der Kirchen nicht auf die von großen Moralagenturen. Hey, Joas. Das ist natürlich eine Steilvorlage, weil vielleicht nicht alle wissen, aber ich ein Buch, das heißt Kirche als Moralagentur, geschrieben habe. Aber das ist keine Absprache zwischen Herrn Kodaly und mir. Also ich würde zunächst einmal sagen, Sie haben ja gefragt, ist es eine zu große soziologische Simplifizierung, dass wir wirklich unterscheiden müssen, sehr verschiedene Typen von Individualismus, wenn wir Individualisierung sagen, mindestens die beiden, die also in den Fachbegriffen heißen, utilitarischer versus expressiver, soll heißen, der eine Individualist ist einer, der fragt immer, nützt mir das? Und der andere ist einer, der fragt, hat das Chancen zu meiner Selbstverwirklichung? Das erste ist was anderes, wenn Nutzen gedacht wird im Sinn von, bringt mir das Geld zum Beispiel, ja, in amerikanischen Untersuchungen über Motive der Teilhabe an, sagen wir, ökologischen Bürgerinitiativen, gibt es eben Leute, die antworten auf die Frage, warum sie da mitmachen, weil ich so den Wert meines Grundstücks verteidige. Wenn die Mülldeponie in der Nähe angelegt wird, sinkt der Wert meines Grundstücks. Und andere sagen, ich wollte immer schon einen Kontext haben, in dem ich öffentlich reden lerne. Das ist ein Selbstverwirklichungsmotiv. Also wir müssen verschiedene, es gibt noch mehr Typen da unterscheiden. Und die Organisationen wie die politischen Parteien oder die Kirchen haben unterschiedliche Probleme, diesen Motiven individualistischer Art gerecht zu werden. Ich glaube stark, dass die Kirchen die Chance haben, diesen Motiven gerecht zu werden, vor allem diesen expressiven Motiven, aber dass das manchmal institutionelle Reformen erfordert. Nun bin ich da besser bewandert eben auf der katholischen Seite, wo das eine teilweise Protestantisierung bedeuten würde, ja, also eine stärkere Berücksichtigung freiwilliger Organisationsformen im Rahmen der global aufgestellten Institution, katholische Kirche zum Beispiel, ja, und die Kirchen mehr als Brücken zu individuellen, spirituellen Erfahrungen erlebt werden müssen, denn als Hindernisse, sodass man sich Spiritualitätswege außerhalb sucht. Aber jetzt auf Ihre Frage im ganz engen Sinn mit der Moralagentur, das beschreibt, glaube ich, tatsächlich stark eine bestimmte Situation in Deutschland, aber nicht unbedingt außerhalb Deutschlands. Nämlich das schrumpfende Kirchen, die aber eine rechtlich verbriefte, starke öffentliche Stellung haben, in dieser Situation ihre Unentbehrlichkeit zu rechtfertigen versuchen, indem sie sagen, wir sind die Instanz, die für gesellschaftlichen Zusammenhalt wesentlich sorgt. Und das hat viele, viele Fallen, die ich in dem Buch zu beschreiben versucht habe. Herr Vetter, Sie können doch eigentlich mit dieser Reduktion von Religion auf Kontingenzbewältigungspraxis und moralische Ersatzhandlung und Sie wissen auch, es gibt genug Vorwürfe, dass kirchliche Erklärungen zum Teil kaum unterscheidbar sind von den Erklärungen bestimmter politischer Parteien. Damit können Sie doch eigentlich nicht zufrieden sein. Ich finde, das ist auch unterbestimmt. Was ist denn eigentlich die Rolle der Kirchen? Sagen Sie ruhig erstmal hier in Deutschland für die Gesellschaft. Soll ich mal ganz, ganz fromm erstmal sagen, das Evangelium verkünden in Wort und Tat. So, und das muss man da sozusagen auslegen. Also tatsächlich ist nicht die Rolle der Kirche, Moralagentur zu sein.
zumal wir das im Protestantismus im Moment ja auch diskutieren, dass die Moral auf eine bestimmte Weise ausgelegt wird. Also da ist ja immer der Vorwurf, dass man so eine sozialliberal-grüne Linie hat und man kann eigentlich auf jedes Wort der Kirchen warten und man weiß schon, was kommt. Ja? Das wird im Moment ja intensiv auch intern diskutiert. Sie haben einen Beitrag geleistet, aber auch im Bereich der Kirchen wird genau dieses Thema diskutiert. Nee, das kann es nicht sein. Und es kann auch nicht sein, die Transformation der Volkskirche zu der Kirche, so wie wir sie im Moment haben, zu kompensieren durch Moral. Das ist wahrscheinlich naheliegend, dass das im Moment geschieht. Wir nennen das im kirchlichen Bereich öffentliche Theologie. Und dass der Glaube öffentlich ist, das ist, glaube ich, auch klar. Das kann es nicht sein. Stattdessen, glaube ich, liegt die Bedeutung darin, dass die Kirche, und das hat sie, glaube ich, immer schon getan und kann sie auch weiter tun, nah bei den Leuten ist, die Leute begleitet, die Fragen der Leute aufnimmt. Bei einer Bestattung zum Beispiel wird eben das musikalische Programm nicht allein vom Pastor, von der Pastorin, vom Priester bestimmt, sondern dann sagen die Leute, ich hätte gerne Junge, komm bald wieder an dem Ort, wo wir jetzt hier gerade sind. Das möchte ich gerne, dass das gespielt wird bei meiner Bestattung. Und wenn ich dann als Pastor sage, tut mir leid, steht leider nicht im evangelischen Gesangbuch, wird nicht gesungen, dann ist das ein Bruch, dann sind die Leute beim freien Bestatter, denn der macht das alles. Genau. So, und jetzt ist meine Frage aber nicht zu sagen, na gut, dann machen wir halt auch Junge, kommen bald wieder und atemlos durch die Nacht, sondern jetzt ist natürlich die, jetzt ist die spannende Frage, warum wünschen sich die Leute das? Und dann dauert mein Beerdigungsgespräch eben länger als eine halbe Stunde, weil ich denen nicht sagen kann, eine Bestattung läuft nach folgendem Muster, sondern sitze ich 2 Stunden da mit den Leuten. Und das ist die Situation, die wir heute erleben. Und das, lieber Herr Joas, Sie werden es in der katholischen Kirche erleben, dass das Priestertum aller Getauften auch da gelebt wird. Und zwar schon deshalb, weil wir ja personell gar nicht anders können. Ja, wir sind personell in den Kirchen, stehen wir mit dem Rücken zur Wand, in der evangelischen Kirche riesengroße Pensionswellen. Wir müssen kirchliche Arbeit neu organisieren. Das Laienelement wird so oder so eine andere Rolle spielen. Und das ist, finde ich, ein echter Zwiespalt. Also die religiösen Gespräche, die religiöse Kommunikation wird immer intensiver, weil sie immer weniger eine Situation von ich habe ein Angebot und das willst du doch auch. So ist es eben nicht mehr, sondern das Angebot wird ausgehandelt. Und die große religiöse, die große hermeneutische Kompetenz besteht darin, Junge kommen bald wieder, für dieses Leben auszulegen. Ich glaube, dass wir über diese Kompetenz verfügen. Und man kann nur hoffen, also dass dazu führt, dass Mensch, also dass das eben auch stattfindet. Das kann man ja auch nicht, ja, man kann es nicht verfügen. Das ist ein offener Prozess. Und da sind die Kirchen natürlich auch auf Begleitung angewiesen, ist klar. Wichtig, ich wollte mal einen Aspekt sozusagen noch einbringen, den Herr Joas ja sozusagen auch mitlaufen lässt. Ich finde, die Kirche ist nicht einfach Opfer der Säkularisierung. Mhm. Das ist, glaube ich, total wichtig. Das leuchtet mir in Ihrer These sehr, sehr ein, sondern in dem, Sie beschreiben das für das 19. Jahrhundert, die Dialoge mit dem Nationalismus. Ich finde, Sie, Herr Macho, haben ein Buch über Suizid vorgelegt. Sie beschreiben das mit einer im Moment sehr aktuellen Frage, nämlich die Frage, wer verfügt über mein Leben? Die letzte Schlacht, Sterbehilfe, ist nochmal nach dem überkommenen christlichen Modell sozusagen entschieden worden. Auch mit Hilfe der Kirche, auch mit Hilfe von Bedford Strom, der ein Buch über Sterbehilfe vorgelegt hat, öffentliche Theologie, dann nochmal plausibel gemacht hat. Mich überzeugt es, aber andere Leute überzeugt es weniger, denn es ist eben die Frage, wer hat eigentlich das Recht zu sagen, wo endet mein Leben? Und da verschieben sich die Prozesse und das ist eine nächste Herausforderung, eine nächste Säkularisierungswelle möglicherweise. Sie dürfen den Begriff nochmal schärfen. Möglicherweise ist es sowas, wo sich entscheidet, worüber diskutieren wir eigentlich? Also die Kirche ist nicht gefestigt, sondern sie muss in diese Dialoge rein. Vielen Dank, Herr Macho. Direkt. Ja, genau, das würde ich auch entschieden unterstreichen. Also nicht Moralagentur, sondern Begleitung, Beratung, Konsultation. Das sind die politischen Vorgänge, in denen etwas ausgehandelt wird, wenn es etwa um Gesetzgebung zur Sterbehilfe geht oder eben die Auseinandersetzung mit den einzelnen Menschen, die jetzt, was weiß ich, bei Ihnen im Bestattungsgespräch sind und dann da halt sich Rat suchen. Und das meine ich auch mit dem Aushandeln können von Fragen, mit dem sich befassen von Fragen, ohne zu schnell auf die schon vorgegebenen und schon formulierten Antworten zu kommen. Und da finde ich eben auch, vielleicht darf ich diesen einen Punkt noch machen, da finde ich eben auch den säkularen Staat, die Trennung von Kirche und Staat, wie halb das auch immer dann jeweils unter historisch kontingenten Umständen durchgesetzt wurde, für einen ganz wichtigen und essentiellen Fortschritt. Wenn die Gesetze falsch sind,
aus dem Gesichtspunkt der Gläubigen, dann muss man versuchen, genau im Sinn dieser Diskussionen das zu beeinflussen und zu führen. Aber ich bin anders als Sie offenbar, das hat mich ein bisschen verblüfft, schon der Meinung, dass die Staatsgesetze über den Religionsgesetzen stehen. Und zwar aus dem ganz banalen Grund, ich kann jemanden respektieren, sehr respektieren, der sagt, es ist nach meiner religiösen Überzeugung nicht zulässig, andere Menschen mit der Waffe zu töten. Und das heißt, ich werde radikale Kriegsdienstverweigerung leisten und auch dann, wenn es mich das eigene Leben kostet. Oder jemand, der einen illegalen Flüchtling bei sich aufnimmt und sagt, ich lese die Gebote des Evangeliums so, dass das meine Pflicht ist und die ist wichtiger als die Gesetzgebung des Staates. Das kann ich respektieren. Die Scharia ist aber was ganz anderes. Und eine Vielzahl sozusagen anderer religiöser Gesetze, die dann darauf abzielen, die Andersdenkenden umzubringen. Das ist Quatsch, das geht natürlich überhaupt nicht. Herr Vetter, direkt dazu und dann nochmal kurz. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Sie sind Wiener, ne? Herr Macho. Sie kommen aus Wien, ne? Ich komme aus Wien. Ja, das ist schon mal gut, das gibt Ihnen einen exterritorialen Status. Ich finde Ihr... Ich finde Ihr Argument deshalb interessant, weil es nochmal möglicherweise anspielt auf das Thema Thron und Altar, das wir also im kommenden Jahr 2018 auch nochmal begehen werden. 100 Jahre Trennung von Thron und Altar im Protestantismus. Man kann es an der Ehe, kann man vielleicht nochmal diese konfessionellen Unterschiede deutlich machen. Seit wenigen Jahren ist es möglich, dass man eine Ehe kirchlich vollziehen kann, ohne dass man vorher auf dem Standesamt gewesen ist. Die protestantische Kirche reagiert darauf und sagt, das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass erst vollzogen wird, denn die Ehe ist ein weltlich Ding. Das ganze Ding, ne, Luther, das ganze Ding soll im Standesamt erstmal vollzogen werden und dann feiern wir einen Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Die katholische Kirche aber favorisiert den anderen Weg und sagt, ist doch toll, die Ehe war schon immer ein Sakrament und der Staat hat da immer reingefunkt. Also an der Stelle sieht man möglicherweise eine konfessionelle Differenz. Danke. Herr Joas? Also eine Klarstellung nur, ich weiß nicht, ob das Missverständnis entstanden ist, aber Kirche als Moralagentur war nicht etwa mein eine Feststellung, Vorschlag sondern eine Frage, für die ja. Rolle der Kirchen, sondern war ein polemischer Begriff, dass Kirchen hier und so weiter, und es ist völlig richtig, was Herr Vetter gesagt hat, zu meiner Freude würde ich sagen, hat etwa in der Kammer für öffentliche Verantwortung in der EKD ein intensiv... die haben mich auch eingeladen deswegen. Ach, deshalb. Aber also hat ein intensiver Prozess der Selbstkritik, der sozusagen Ungebrochenheit, mit der vor allem Bedford Strom agiert hat und so weiter, eingesetzt. Insofern ist das alles im Flusse und es gibt durchaus eine Offenheit für diese Einwände. So, und das Zweite zu Herrn Macho. Ich habe nicht gesagt, die Religionsgesetze stehen über den staatlichen Gesetzen. Nein, ich habe gesagt, die staatlichen Gesetze sind nicht der höchste Bezugspunkt für ein moralisches Urteil. Und das würde ich als christliche Position rechtfertigen, aber ehrlich gesagt auch als Position, also überzeugter, säkularer, moralischer Universalisten. Auch die müssen doch eigentlich denken, nein, sozusagen das positive Recht eines Staates ist zu respektieren, aber es gibt höhere Bezugspunkte als das positive Recht eines Staates. Das muss ich mit hohem persönlichen Risiko auf mich nehmen. Ja? Jetzt haben Sie natürlich völlig recht. Ich meine, der Begriff Scharia, das wissen Sie auch. Ja? Es gibt diese berühmte Geschichte, wo jemand irgendwo anruft und sagt, könnten Sie uns gleich jetzt die Scharia herüberfaxen? Ja? Weil die Unterstellung ist, das ist ein Gesetzbuch und das haben wir bloß leider gerade nicht hier in unserer Bibliothek, aber das ist ein hochgradig symbolisch aufgeladener Begriff natürlich. Einerseits wirklich für diese sozusagen religiös-universalistische, den Staat überschreitende Dimension und dann für eine Aufladung bestimmter politischer Akteure, dass das bestimmte Gehalte hätte, die der Frühzeit des Islam entsprechen. Und da brauchen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen, also dass ich diese nicht teile. Danke, aber ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis auf einen grundlegenden Unterschied zwischen, was Textlichkeit auch für die unterschiedlichen Religionen bedeutet, dass nämlich gerade im Islam das Problem eben dieser Bildungszugang und der Textzugang ist und dass es den eigentlich nicht gibt, sondern es eine tradierte mündliche Tradition dahinter steht. Wer hat weitere Fragen? Bitte.
Ja, nochmal Christian Suhm, Alfred Kupp, Wissenschaftskolleg Greifswald. Ich würde gerne nochmal die Nachfrage stellen und vielleicht geht das in erster Linie an Herrn Vetter, wie man über diese neue Funktion vielleicht jetzt insbesondere auch der evangelischen Kirche in Deutschland eben Kontingenzbewältigungsangebote zu machen, eine Moralagentur zu sein, ins Gespräch zu kommen, hinauskommen kann, wenn man vielleicht das als Theologe tut, wofür man ausgebildet ist, nämlich jemand zu sein, der über Gott spricht und vielleicht eben die Menschen, die mit dem Glauben ringen, auch genau damit konfrontiert, welche Rolle spielt Gott in ihrem Leben, welche Rolle spielen Transzendenzerfahrungen, welche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man mit dem Transzendenten, mit Gott in eine Verbindung kommen will. Und vielleicht gar nicht so sehr in die Aushandlungsprozesse gesellschaftlicher, moralischer Probleme hineinzugehen, sondern wirklich dafür zu stehen, wofür man eben letztlich ausgebildet wurde und wofür man ja auch seinen Glauben einsetzt, die Leute mit Gott, mit Transzendenz, mit etwas Höherem zu konfrontieren. Und wenn ich das bedenke, dann habe ich paradoxerweise den Eindruck, dass ich vielleicht bei Herrn Macho in Wien besser aufgehoben bin als bei Ihnen in Hamburg. Aber vielleicht täuscht das ein bisschen. Wie würden Sie auf diesen Anwurf oder auf diese Anfrage, um es vielleicht theologisch auszudrücken, reagieren? Vielleicht färbt Greifswald schon auf Sie ab. Das könnte natürlich auch sein. Das kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz so leicht ist. Also Pommersche Kirche ist natürlich nochmal ein besonderer Ort auch. Also, es ist natürlich schon richtig, man muss ja schon mal sehen, wie Sie, also ist es sozusagen die Aufgabe, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Wissen Sie, vielleicht gibt es ja große Debatten eigentlich, Gott oder religiöses Selbstbewusstsein. Ne, da müssen wir uns, da würden wir schon mal uns theologisch verständigen an der Stelle. Ich denke, ich würde es mal sozusagen umdrehen. Und mal, seit einigen Jahren fragen wir ja auch, was möchten eigentlich die Menschen von der Kirche? Es gibt ja auch immer unterschiedliche Perspektiven. Seit 50 Jahren gibt es Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen und zwei Dinge sind eigentlich stabil, wenn man sie durch all die Jahre sozusagen sich anschaut. Die Menschen möchten, dass die Kirche Gottesdienste anbietet und für Gottesdienste da ist. Und sie möchte das durchaus in der Weite, wie Sie, Herr Joas, auch gesagt haben. Sie möchte gar nicht zu jedem Gottesdienst gehen. Naja, kommt ja dann die Klage und so von den leeren Kirchen, mal abgesehen Weihnachten, wo natürlich der Glanzpunkt kommt und auch Reformationstag 2017 und die Katastrophe, sondern sie möchten, dass das geschieht, dass da jemand ist, also diese Vikariatsfrömmigkeit, aber da möchte ich auch hingehen. Und der andere Punkt ist, dass die Kirche sich einsetzt für Menschen in Not, das sozialkaritative Element. Viele Menschen möchten das gar nicht für sich, aber sie möchten, dass die Kirche an der Stelle da ist. Ich glaube, das sind Dinge, die wichtig sind. Dafür werden auch kirchliche Mitarbeitende ausgebildet, nicht nur Pastorinnen, auch Leute in der Kirchenmusik, Küster und so, die tragen ja alle dazu bei. Das ist ihre Aufgabe. Ich glaube, was wir vielleicht neu lernen müssen, ist so diese Verbindung, dass man sagt, naja, und wenn ich mich mit diesen Fragen, mit den Grundlagen, mit den biblischen Texten, kirchlichen Texten beschäftige, dann weiß ich auch, wie ich zu handeln habe. Ich glaube, an der Stelle muss man verlangsamen und nicht schon fertige Handlungsmuster ansetzen, sondern ein größeres Spektrum sozusagen einräumen. Richtig ist ja, dass in all den ganzen Traditionen ständig Moralangebote gemacht werden. Also wenn Sie in einem Gottesdienst sind, dann erleben Sie Moral im Kyrie, in Gebeten, in Lesungen und so weiter. Sie kommen gar nicht ohne Moral raus. Aber wichtig ist zu sehen, dass an der Stelle nicht von einem moralischen und nicht in einem moralischen Kontext gesprochen wird, sondern dass es darum geht, religiöses Handeln darzustellen und dass es nicht sofort mit einer bestimmten Option verbunden ist. Welche Optionen das sind, die können an anderer Stelle ausgehandelt werden. Dazu haben wir auch zum Beispiel Parteien, andere politische Gremien, die das tun. Das muss, glaube ich, neu eingeübt werden. Also dieser Reflex. Also ob man schon genau wüsste, was es bedeutet. Ich sage das mal so für meine Generation, ja, so 80er Jahre groß geworden in der Friedensbewegung, wir wussten, was richtig ist und was falsch. Das ist alles komplizierter geworden, so seit 89, mit der Globalisierung, Beschleunigung und so, sich da einzuordnen. Vielleicht ist das so ein Lernprozess, der gerade ansteht. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Würden Sie einen Moment warten, bis ich das Mikrofon habe? Danke. Mein Name ist Hermann Jessen. Ich bin pensionierter Beamter, war jemals in der Wissenschaftsbehörde in Hamburg. Ich möchte insbesondere an Herrn Macho folgende Frage stellen. Müsste nicht der Diskurs
Diskurs überhaupt umgestellt werden von Großgruppen auf Individuen. Also wenn, Herr Vetter, wenn Sie von Kirche sprechen, Artikel frei, dann meinen Sie offenbar, die protestantische Kirche seit Luther 500 Jahre identisch mit sich selber durch Deutschland, durch die Welt, im Weltkirchenbund. Das kann einfach nicht sein. Es gibt so viele lutherische und auch Dependancen davon, dass es nicht sein kann. Also Sie stellen eine Großgruppe semantisch, grammatisch her durch ein Wort. Und dann muss jeder mitgehen, weil er sich ungefähr vorstellt, was sie damit meinen. Und wenn er sich ungefähr vorstellt, was sie meinen, dann meint man, man hätte verstanden. In Wahrheit koordinieren sie nur Missverstehen. Und zwar hier von den anwesenden, sagen wir mal, 200 Personen. Wenn wir sprechen von Individualisierung der Angebote, dann meinen Sie ja offenbar, Sie schneiden nicht zu auf die proppenvolle Kirche, auf alle, die sich dann identisch fühlen, sondern auf die Einzelnen, damit die mitgenommen werden, heißt das wohl. Wenn Sie das Wort individualisieren, ja offenbar, das geht ja auf eins, Unteilbare, das ist der nicht mehr Teilbare. Tatsächlich wird derjenige schizophrenisiert, weil er nämlich sich als Teil, als identischen Teil einer Großgruppe versteht, der in Wahrheit nur ein einzelnes Atom in dieser 200 Leute umfassenden Kirche ist. Wenn Sie sich das Wort individualisieren durch pluralisieren ersetzen, das heißt von oben wird die zerspalten, dann kommen Sie fast an den Kern Ihres Glaubens. Denn im Christentum wird Christus dauernd verteilt. Und zwar jeder kriegt davon ein Stück in den Mund, wenn er am Abendmahl teilnimmt. Dass das nicht dasselbe Stück ist, das alle in den Mund kriegen, das ist völlig klar. Wenn Sie jetzt aber von Pluralisieren sprechen und von Kirche und meinen die Katholiken und die Hindus und wen auch immer alle noch mit, dann haben wir im Moment existierend rund 4 Milliarden oder 6 Milliarden, dass die dasselbe verstehen und dann einig sind, das kann nicht sein. Aber man könnte sich vorstellen, dass sie als solche, die so pluralisiert, individualisiert sind, vereint sind, weil sie nämlich das alle gemeinsam haben, dann kann man sich ungefähr die Größe Gottes vorstellen. Was halten Sie davon, wenn Sie in Zukunft immer zwei Sachen machen? Wenn Sie einen Begriff benutzen, der ganz viele unter sich hat, also ein gruppentheoretischer Begriff ist, also Sie sagen Menschen, das sind 4 Milliarden, die Gruppe ist ziemlich groß. Und wenn Sie ein Ehepaar ansprechen, dann sind es zwei. Dass Sie zwei Beschreibungen liefern, nämlich das Differenzieren. Ich glaube, die Krisen, die im Moment da sind, die entstehen dadurch, dass diejenigen alle neu lernen müssen, individualisiert das Plurale zu denken. Dieser Panel, der hat eine witzige Überschrift. Früher konnte man einen Titel wählen, der heißt Religion in Deutschland. Da wusste jeder, was gemeint ist. Auch so eine Großfrage. Jetzt heißt es Religion im Zerfall. Von was eigentlich? Von Atomen? Die zerfallen auch dauernd. Und welche Religion gibt es bei Atomen? Grammatisch ist das ein ganz witziger Satz, den Sie ausgewählt haben. Ja, das danke. Ist ja eine Frage an Herrn Macho. So kann man sich auch entledigen. Die Frage war, was halten Sie davon, von Gruppenbezeichnungen auf mathematische Beschreibungen bitte zu gehen, sie mitzunehmen? Ja. Ja, eigentlich war es jetzt so zwei Drittel eine Frage an Sie, Herr Vetter. Ich dachte, jetzt beantworten Sie das eine Drittel. Ich kann ja mal kurz sagen, ich dachte, ich hätte gesagt, ich rede nicht von Religion, sondern von Religionen. Ich rede nicht von Kirche, sondern von Kirchen. Ich rede nicht von der EKD, sondern von Landeskirchen. Ich rede von der Nordkirche, die eine Fusionskirche ist. Ich rede von der Kirche in Hamburg. Ich rede von einem spezifischen Sprengel. Sorry, ist offenbar nicht rübergekommen, meine ich aber durchaus mitgedacht zu haben. So, Herr Macher. Genau. Ja, ich kann dem nicht viel hinzufügen, außer dass es auch einen wichtigen Aspekt sozusagen von Religionsgeschichte und Religionsbetrachtung gibt, ganz stark vom Individuum auszugehen.
Also ich fand das sehr überzeugend in dem Buch von Alfred North Whitehead, seinen Harvard Lectures über Religion in the Making von 1926, wo er sagt, Religion ist eigentlich oder bildet sich dann heraus, oder Religiosität, wenn Menschen sozusagen Erfahrungen mit sich selbst machen, with solitariness. Und dann machen sie so eine Art von religiöser Entwicklung durch, die reicht von der Erfahrung von God the Void to God the Enemy to God the Companion. Und da gibt es eine Entwicklung, die sich vielleicht auch manchmal umkehren kann. Das könnte man als einen Zugang beschreiben, der auch was zu tun hat natürlich mit dem Begriff der Erfahrungsreligiosität, den ich vorhin ins Spiel gebracht habe, und wenig zu tun hat mit der textgebundenen, organisierten, sozusagen in Kirchengeschichte und Tradition verankerten Auseinandersetzung, die vielleicht eben den Übergang gefunden hat zu sowas wie einer universalen Religiosität. Vielen Dank. Herr Mayer hat heute Morgen in der Einleitung gesagt, dass wir ja nicht in Weltuntergangsszenarien verharren sollten. Ich glaube, das haben wir jetzt auch nicht gemacht, aber ich finde, wir haben noch zu wenig gesagt, was eigentlich aus dem sogenannten Zerfall, den wir vielfältig beschrieben haben, Neues entsteht. Ich würde Sie bitten, das in der Schlussrunde wirklich noch zu versuchen, und dann ist die Mittagspause. Bitte. Herr Vetter, wollen Sie anfangen? Ich fange ganz naheliegend an. Nochmal Reformationsjubiläum, also was entsteht Neues? Ich bin jetzt im deutschen Kontext, gleich können wir es nochmal weiten. Ich glaube, was neu entsteht, ist ein stärkeres ökumenisches Bewusstsein. Also, dass die Konfessionen sich weniger gegeneinander abgrenzen, sondern stärker gemeinsam denken. Das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden. Und dahinter steckt einfach diese Bereitschaft, dialogfähiger zu sein, mehr aufeinander zuzugehen, Konfessionalität nicht allein in Abgrenzung zu sehen. Und die große Aufgabe, und das höre ich bei Ihrer Frage natürlich auch mit, wie kann das denn eigentlich sein, einerseits eine Identität zu haben und eigentlich klar beschreiben zu wollen, was sind protestantische Milieus, was ist evangelische Kirche, und andererseits offen zu sein für andere Leute. Mit dieser Frage leben wir, aber da sehe ich durchaus konstruktive Neuansätze. Weltweite Dinge, ich glaube, dafür sind wir jetzt hier, haben wir vielleicht zu wenig im Einzelnen uns angeschaut, was das bedeutet. Das muss man, glaube ich, sehr stark kontextualisieren. Aber dass es sowas wie eine Mitverantwortung von Religionsgemeinschaften für einen globalen Frieden gibt, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Thema, was immer schon auch im kirchlichen, religiösen Bewusstsein vorhanden ist, müssen wir stärker durchbuchstabieren. Wir müssen besser aufpassen, dass wir religiöse Dinge von politischen Konflikten trennen, so schwer das ist. Also, dass man diese Identifikation kappt und besser guckt, dass Religion natürlich immer missbraucht werden kann. Das finde ich eine echte Zukunftsaufgabe, und da trägt Religion dazu bei, auch das Gemeinwesen zu stärken, und zwar nicht als Moralagentur, sondern aufgrund von hermeneutischen Kompetenzen. Vielen Dank. Herr Joas? Ich reagiere kurz nochmal auf den letzten Beitrag von Herrn Macho. Ich glaube, wir sind uns einig darin, wenn von Religion die Rede ist, sehr stark über die Dimension menschlicher Erfahrungen zu sprechen. Ich finde nur, dass es zu schnell geht bei Ihnen, unter Erfahrungen des einsamen Individuums zu denken. Bitte? Das war weit. Ja gut, aber Sie haben ihn ja nicht als irgendeine Stimme unter vielen, sondern sozusagen affirmativ zitiert, während doch für viele Menschen die entscheidenden Erfahrungen sind in einem, also irgendwie auch ekstatischen Gemeinschaft. Also das Sportstadion, das Konzert, die politische Demonstration und so weiter, und die hinterlassen in meinem Sinne Sakralisierungen. Schalke 04 ist meine Religion, oder dieser politische Führer wird zur charismatischen Gestalt aufgrund seines Auftritts und so weiter. Also das führt dann auch, glaube ich, zu einer überscharfen Opposition bei Ihnen zwischen Erfahrung und Textgebundenheit, weil da gibt es einen Übergang. Denken Sie doch bloß, Sie schildern jemand die intensivsten Erfahrungen, die Sie gemacht haben, und schreiben dem meinetwegen einen Brief, wo das drinsteht. Oder es verfasst jemand ein autobiografisches Dokument über seinen Weg zum Glauben oder meinetwegen seinen Weg weg vom Glauben.
dann hat das für andere möglicherweise einen intensiven Appellcharakter. Ja, die sehen darin auch ihren Weg zum Glauben oder ihren Weg vom Glauben weg. Und die biblischen Texte sind zum Teil, nur zum Teil, aber sind solche Texte natürlich auch, ja, in denen Menschen eine für sie ganz unerhörte Erfahrung der Gottesbegegnung schriftlich niedergelegt haben und das wurde dann tradiert. Und dass das von anderen ernst genommen wird, ist doch sozusagen unmittelbar von dem Erfahrungsverständnis her nachvollziehbar. Und jetzt komme ich auf Ihre Abschlussfrage. Ich habe unter den vielen Sachen, über die man reden müsste, als Gegenwartstendenzen des religiösen Lebens, eines hervorgehoben, die Globalisierung des Christentums. Sodass die Frage, was ist jetzt da neu, von mir jetzt darauf beschränkt wird. Nämlich, ich glaube, neu ist zum Beispiel die Rückwirkung des verstärkten Christentums außerhalb Europas auf das Christentum in Europa. Durch Migration beispielsweise. Es gibt die Feststellung, dass heute die Mehrzahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher in London schwarze Haut hat, weil die weißen Engländer so wenig in die Kirche gehen, aber die Migranten so viel und weil es so viele Migranten gibt und eben christliche Migranten. Ja, von Deutschland her schauen wir stärker auf die muslimischen Migranten als auf die christlichen Migranten, obwohl es die in Deutschland auch gibt. Es gibt interessante Rückwirkungen durch die engen Kommunikationsbeziehungen von den Religionserfahrungen in Europa oder Nordamerika in die Herkunftsländer. Positive Rückwirkungen oft, also der Erfahrung der Religionsfreiheit, die rückübermittelt werden in die Heimatländer. Es gibt eine offensichtliche Kräfteverlagerung in den weltweit aufgestellten Kirchen. Das begann zunächst in der anglikanischen Kirche und ist jetzt ganz deutlich zu sehen in der katholischen Kirche, wo noch das erste Vatikanische Konzil die Kolonien repräsentiert hat durch europäische Bischöfe, die in die Kolonien entsandt worden sind. Das zweite Vatikanische Konzil durch Leute aus den Ländern. Ja, und heute gibt es einen Papst aus Lateinamerika und eine, diese quantitative, aber auch sachliche, würde ich sagen, Verschiebung. Ja, und es spielt eine große Rolle, glaube ich, für die Zukunft der Religion, die Überlagerung von Religionsentwicklungen mit politischen Großkonflikten. Also das führe ich jetzt, glaube ich, nicht aus, aber es ist offensichtlich, sage ich jetzt mal, wenn es zu einer Zuspitzung etwa der politischen, militärischen Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und dem Iran kommen sollte, hat das Folgen für Sunniten und Schiiten. Also ich bitte zu beachten, dass ich sozusagen umgekehrt sage, nicht die Differenz zwischen Sunniten und Schiiten führt vermutlich zu einem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, aber es laden sich religiöse Frontenverläufe auf, wenn es politische Dynamiken gibt, die an dieser Stelle polarisierend wirken. Vielen Dank, Herr Machow. Ja, ich kann ja jetzt gar nicht mehr lang genug reagieren, aber wir können ja bei der, in der Mittagspause am Tisch noch ein bisschen weiter diskutieren. Mir geht es nicht gegen Textgebundenheit. Die Beispiele, alle, die Sie genannt haben, würde ich sofort unterstützen und affirmieren, sondern mir geht es um die Sakralisierung von Texten. Und man sagt, das muss so sein, weil so steht es geschrieben. Und wie auch immer, selbst dann, wenn es nur mündlich vorliegt, kann die Tendenz zur Fixierung und Sakralisierung der Worte besonders zunehmen. Das ist das eine. Und das zweite, das fände ich auch einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, auf den wir uns da jetzt geeinigt haben in Bezug auf das Neue, nämlich, dass man tatsächlich die Trennung von Kirche und Staat eben auch denken muss als sozusagen eine Art von Kampf gegen Staaten, die Religion als, oder Religionen als Legitimationspotenziale nutzen. Das ist, man denkt sozusagen die Trennung von Kirche und Staat immer zulasten der Kirche, sie geht auch zulasten des Staates, der an bestimmten Punkten dann, wenn es um Verfassungen und Grundgesetze geht, gerne auf seine theologisch-normativen und nicht eingeschriebenen Potenziale zurückgreift. Und das müsste man auch untersagen. Das wäre sozusagen eine richtige Trennung zwischen Kirche und Staat und all die Vorgänge, mit denen wir politisch konfrontiert sind, aber das würde jetzt den Rahmen der Diskussion sprengen und haben sehr viel mehr mit politischen Konflikten zu tun als mit religiösen. Das ist sehr oft etwas, was nur aufgesetzt wird und das kann man im Detail, glaube ich, inzwischen auch empirisch sehr gut belegen und nachweisen.
Vielen Dank. Sie sehen daran, wir haben zu wenig über Laizismus geredet, aber unsere Zeit ist jetzt leider um. Ich danke Ihnen herzlich auf dem Podium. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Und die Mittagspause beginnt jetzt. Und es wäre schön, wenn Sie dann um 13.45 Uhr pünktlich wieder hier sein könnten.